Liebe Freunde, ich möchte euch mein Kartenset vorstellen, Botschaften der Freude. Es sind 52 Mandalas und hinten drauf steht immer ein Spruch, eine Weisheit. Und die Texte sind dazu da, die Stimmung zu heben, den Geist in eine positive Richtung zu lenken und ja, die gute Laune irgendwie ein bisschen zu verbessern. Wer daran Interesse hat, ist herzlich willkommen. Ihr könnt auf meine Homepage gehen, mandala-zen.de und sie euch nochmal in Ruhe anschauen. Dankeschön. Botschaften der Freude. Liebe Freundin, lieber Freund, Liebe kann alle Schwierigkeiten spielend überwinden. All deine sogenannten Schwächen und sogar deine Untugenden sind vollkommen gegenstandslos, wenn du voller Liebe bist. Liebe und du hast alles erreicht. Liebe vollkommen und du bist angekommen auf dem Gipfel deines Lebens. Und dieser Gipfel ist ein Weg, ein weites und wunderbares Land. Du kannst die Liebe nicht erschöpfen. Du hast immer, in jeder Situation, die Möglichkeit, du selbst zu sein. Dein inneres Sein ist ungeteilt und vollkommen wahr. Habe also keine Angst. Lebe deine Ganzheit und deine Eigenheit und treffe deine eigenen Entscheidungen. Jeder Mensch ist ein Individuum mit eigener Intelligenz und einem eigenen Zugang zur Weisheit. Lebe dein eigenes Leben. Du musst dich nicht anstrengen, um dich wohlzufühlen. Du kannst dich entspannen und einfach so wohlfühlen, ohne irgendein Extra. Es ist genug Wohlfühlenergie im Universum, auch und gerade für dich. Stimm dich in diese Kraft ein und genieße sie. Feiere sie und sei dankbar, dass du existierst. Letzten Endes bist du hier, um zu lieben und das Glück deiner Seele zu entfalten. Es gibt eigentlich keinen anderen Grund für deine Existenz. Nutze daher deine Möglichkeiten. Nutze jede Gelegenheit, dein Herz zu öffnen und das Glück und die Liebe fließen zu lassen und zum Ausdruck zu bringen. Lass dies deine Aufgabe sein. Sei ein Optimist. Das Leben ist kein schlechter Kamerad. Es arbeitet unentwegt für dich und wartet nur auf eine günstige Gelegenheit, dir seine Schätze anzubieten. Meistens bist du es, der nicht bereit ist, sie anzunehmen. Manchmal bist du noch zu blind oder zu stur. Manchmal zu hochmütig und manchmal zu verschlafen. Doch das Leben steht immer auf deiner Seite. Spüre die mächtige, grenzenlose, unsichtbare Kraft, die allem zugrunde liegt. Diese Kraft umgibt auch dich. Sie durchdringt dich und lässt dich atmen und lachen.
Frei und ungehindert steht sie dir zur Verfügung und sie liebt es, von dir genutzt und gelenkt zu werden. Tu es also. Lebe dein Leben und liebe es, so sehr du nur kannst. Was immer es ist, dem du deine Aufmerksamkeit schenkst, wird wachsen und stärker werden. Achte daher darauf, dich oft und am besten immer mit Dingen zu beschäftigen, die sich gut und wunderbar anfühlen. Denn so wird das Gute in deinem Leben wachsen und das Wunderbare wird herrlich gedeihen. Du kannst es selbst erkennen. Dein Leben strebt nach immer größerer Erleuchtung, nach vollkommener Erleuchtung. Doch was ist Erleuchtung? Es ist das Gewahrwerden deines Herzens. Und was bedeutet dies? Es bedeutet, dass du in Liebe lebst und Güte entfaltest, auch in kleinen Dingen. Wenn du den Ursprung der Schöpfung kennenlernen willst, so betrachte doch einmal den Ursprung deiner eigenen kreativen Impulse. Wo kommen sie her? Wo nehmen sie ihren Ausgang? Hast du dich das schon einmal gefragt? Du wirst zur Quelle deines eigenen Geistes vorstoßen und diese Quelle ist reines göttliches Bewusstsein. Das ist sehr abenteuerlich. Forsche doch einmal nach.